Mahlzeit, ihr Lieben, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Ja, heute am 24.12. machen wir nochmal eine Episode. Eigentlich ist es ja so, machen wir nur von Montag bis Dienstag. Aber so ist es jetzt, dass wir jetzt die nächste Episode am Dienstag erst nächste Woche kommt. Und dann geht's wie gehabt weiter bis zum bitteren Ende. So, und jetzt werden wir wie gehabt erstmal die üblichen Sachen machen. Bruno kocht uns was Schönes. Ja, die Arika war in der letzten Nacht auf Tour und hat uns ein bisschen an Munitionsteilen beschert. Also Pulver und Hülsen. Die werden wir so gleich auch einmal verarbeiten. Dass wir ein bisschen Mission machen. Alle sieben. Jupp, her damit. Bruno kocht noch fleißig. Wie sieht's hier aus? Die Fallen sind noch nicht fertig. Da unten ist auch noch ein bisschen am machen. So, Bruno, dann darfst du schon was knabbern. Ja, ich war am überlegen, machen wir heute die Enrage-Folge nachts oder machen wir sie nicht? Ich bin bin mir noch nicht ganz eins, ob wir das jetzt schon angehen. Wie gesagt, ich habe das auch in der letzten Episode schon angesprochen. Ich hätte super gerne dafür, anstatt der Schrotflinte, die automatische Waffe. Aber ich weiß nicht, wie schnell wir die kriegen. Arika hat ja schon einmal bewiesen, was für ein harter Hund sie ist. Dass sie, ja, sie hat, ist die erste, die bei uns schon mal einen getötet hat. In der Kirche. Aber in der Kirche sind mindestens noch, lass mich lügen, 3 oder 4 andere Personen. Und ich weiß nicht, der Schröte ist halt so, man muss wirklich nah dran sein, um sich dann wehren zu können. Und das kann ruckzuck ins Auge gehen. Ich meine, das ist ziemlich leicht mit dem MG dann dagegen zu halten. Also das ist zumindest mein Hintergrundgedanke. Deswegen werden wir heute am 24.12. gleich mal kurz entschlossen schauen, was wir machen. Vielleicht gehen wir woanders hin und stiften da ein bisschen Unruhe. Gucken wir mal. Viel machen wir nämlich hier in diesem schönen Häuschen nicht. Arika könnte sich direkt hinlegen. Oh, nee, doch nicht. Arika könnte erstmal zur Tür gehen. Und könnte erstmal ein bisschen handeln wieder. Moin. Vielleicht kann er uns ja... Oh, die, warte, das wäre mal eine Maßnahme. Wie wär's, wenn du uns 2 Alkoholpullen gehst und dann könnten wir vielleicht shoppen gehen. Nur, willst du einen Helm haben vielleicht? Nee. Eine Weste möchte ich ihm auch nicht geben. Tja, was habe ich denn teures? Medikamente. Das Eis kannst du haben, das liegt hier immer noch rum. Ja, das ist ziemlich viel wert, das Zeug. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich eine Menge reinpacken. Oh, doch, guck mal. Nur 2 Kräuterdinger, das ist doch super. Wahrscheinlich sind das sogar so eine Dinger, die echt auch gut zum Handeln sind. Vielleicht sollten wir die auch mitnehmen. Dann packe ich noch ein bisschen Holz oben drauf. Ja, gut, machen wir so. Ansonsten... Er hat Waffenteile, aber... Ja, gut. Das war's auch schon. Ja, gut, ich habe euch zwar in der letzten Episode immer wieder gesagt, ja, wir verschenken heute Kugeln, aber... Ich denke, wir machen es doch ein bisschen anders. Zum Fest, die Liebe, werden wir heute Nacht mal losgehen und werden versuchen, ob wir uns bei dem Militärpost was erhandeln können. Warum auch nicht ein bisschen ruhiger angehen, ne? Wir haben ja schon einmal bewiesen, dass wir eine dreckige Sau sind und erstmal ein paar Leute erschossen haben. Deswegen werden wir also zum Militärspitzpunkt. Dann geht da von mir aus Bruno hin. Und du hältst Wache, weil es eigentlich egal, wer hingeht. Schleichen muss sie da eh nicht. Also, ach nee, komm, ich gehe lieber mit ihr. Ich bin so dran gewöhnt mit ihr. Nee, du Wache, du plündern, so. Passt, passt. Und dann packen wir sie voll mit Sachen zum Handeln. Einmal diese und ich nehme auch mal diese mit hier. Vielleicht wollen die auch haben. Ansonsten, was könnte man denn noch geben? Vielleicht wirklich ein Helm? Ich versuch's mal, warum nicht? Achso, den hat sie sich jetzt aufgesetzt, ne? Naja. Kaputte Waffe? Ja, wir schauen einfach mal. Ich hoffe, wir überleben das jetzt auch. Jetzt bin ich nämlich unbewaffnet. Und das kann hier, glaube ich, auch schief gehen. Ja, ich habe was zum Handeln. Warte kurz. Darf ich hier kurz nochmal schauen? Nee, naja, dann gehen wir gleich rein. Hey, bleib doch hier. Ja, das war übrigens, nee, das war ähnlich der Stelle, die wir mal besucht haben mit dem... Was? Ich hab noch gar nichts gesagt.
lustig, dass es hier zwei Knöpfe gibt und es nur bei dem einen davon zum Handeln. Oh, er hat eine Waffe. Oh, guck mal. Er hat die Waffe, die ich möchte. Das ist bestimmt richtig teuer. Oh, guck mal. Wir können es echt leisten. Cool, dann haben wir die Waffe, ey. Militärsturmgewehr mit guter Feuergeschwindigkeit. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Munition draufpacken dafür. Ich gebe ihm alles, was ich habe, ist ja egal. Ah, doch nicht. Dann vielleicht ein bisschen weniger Munition. Achso, vielleicht kann ich die kaputte Waffe auspacken. Ja, ist ja egal. Wir brauchen sie auch nicht. So, ja, eine Kugel können wir uns nicht leisten. Verdammt. Aber wir haben sie. Wir haben die vernünftige Waffe jetzt. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Kommt mit mir? Nein. Ich verpiss mich jetzt. Ja, also nochmal ganz kurz. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. War heute doch ein bisschen entspannter, aber ist wie gesagt Fest der Liebe. Da wollen wir es mal nicht ganz übertreiben. Lasst euch reichlich beschenken. Wir sehen uns wieder am Dienstag, am 27.12., wenn die nächste Episode von This War of Mine. Ja, haut rein.